Herzlich willkommen zum ersten Fair Invest Video. Hier in dieser Reihe oder unter dieser ganzen Playlist soll es darum gehen, unterschiedliche Finanzinstrumente, Finanzierung oder wie man sich überhaupt finanziell aufstellt, wann der richtige Zeitpunkt ist zu investieren oder gibt es ihn vielleicht nie, was sind eigentlich Aktien, oder sollte ich mir andere Assetklassen angucken? All das werde ich versuchen, so einfach wie möglich zu beschreiben und zu evaluieren. Und da fangen wir eigentlich weiter in der Geschichte an, als es eigentlich gut ist. Also eigentlich hätte man, oder das wird auch noch kommen, so ein paar Basisthemen kommen sollen, um zu entscheiden, wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um zu investieren und wann man es besser die Finger davon lassen sollte. Jetzt ist aber so, ich habe eine Frage gestellt, was ihr für euch für Videos wünschen würdet, die jetzt gerade auch zwischen den Evenius-Frühstück, das immer am Sonntag um 10.30 Uhr kommt, mal besprochen werden soll. Und da hat der Mario Cooperetti sich gewünscht, mal einen Ausblick auf das Thema Tesla-Aktie zu machen. Tesla-Aktien an sich ist sicherlich immer ein Thema, was auch für viele Einschaltquoten bringt, wo viele auch so ein bisschen diese Goldgräberstimmung im Auge haben. Und daher möchte ich das ganze Thema mal evaluieren. Die Tesla-Aktie an sich wird als eine sogenannte Growth-Aktie dargestellt oder evaluiert. Was bedeutet das? Growth-Aktien an sich sind Aktien, die ein wesentlich größeres Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, die auch nicht ganz so stark an den technischen Bewertungsmerkmalen gemessen werden, wo auch zum Beispiel das Thema Gewinn- oder Dividendenausschüttung eher in den Hintergrund der Bewertung für so eine Aktie gestellt wird, sondern das sind mehr Aktien, wo man sagt, dass es dort im Laufe der nächsten Jahre unglaubliche Kursgewinnveränderungen geben sollte oder ein Thema, was heute noch nicht auf dem Plan ist, einschlagen wird wie eine Bombe. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und überlegen uns, wann ist das Investieren in Aktien eigentlich sinnvoll? Also als Allerwichtigstes sollte man niemals mit Fremdkapital, also mit kreditfinanzierten Mitteln, Aktien kaufen. Und ich stelle auch ganz klar in Frage, also nicht nur ich, sondern auch die Wirtschaft und auch etliche Publikationen zu Investments stellen in Frage, ob die Investition in Einzelaktien überhaupt die richtige ist. Weil was mache ich damit? Ich setze eigentlich all mein Kapital auf ein Pferd und ich weiß eigentlich nicht, in welche Richtung das laufen wird, ob das positiv sein wird oder nicht. Das ist ungefähr wie Lotto spielen. Also wahrscheinlich ist es sogar lukrativer, Lotto zu spielen, weil man da die Chancen zu gewinnen oder zu verlieren besser berechnen kann. Also wie komme ich da drauf? Also im Ersten, ich diversifiziere nicht mein Investment, sondern sage, ich halte etwas von einem Unternehmen und ich meine, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird in der Zukunft und setze all mein Kapital darauf. Jetzt ist es allerdings so, dass wie bei vielen Dingen das Thema Gehirn eine Rolle spielt und der Mensch eher nicht dazu neigt, gerne zu verlieren oder sich Fehler einzugestehen. Und genauso ist das auch mit Investitionen in Einzelaktien. Da ist es nämlich so, dass ich so verliebt in ein Thema bin oder so mich in ein Thema reingesteigert habe, dass ich Hinweise, Bewertungen, vielleicht sogar Indikationen, die von noch Außenstehenden wie Analysten zum Beispiel kommen, nicht hören will oder sogar in die andere Richtung gehe. Damit ich vielleicht den Zeitpunkt zum Investieren oder zum Desinvestieren verpasse. So, was soll das genau heißen? Stellt euch einfach mal vor, ihr habt 10.000 Euro auf der hohen Kante liegen und investiert die in Tesla-Aktien. Der Tesla-Aktienkurs liegt bei 100 und jetzt geht der Kurs nach oben.
ist vielleicht der Wert von einer Tesla-Aktie bei 200 oder so wie er jetzt vor einigen Wochen war, sogar bei 900. Ist jetzt der Zeitpunkt für euch auszusteigen? Könntet ihr das so bewerten, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Cash mitzunehmen und zu verkaufen? Oder sagt ihr nein, das Ding, das, ich glaube da so sehr dran, ich bleibe da dran und setze darauf, dass der Kurs noch weiter steigt. Ein paar Wochen weiter fällt der Kurs, so wie es jetzt auch gerade passiert ist, aktuell auf 434 Dollar. Jetzt habt ihr rein theoretisch wieder 50% eures eigentlich möglich zu realisierenden Kapitals nicht wahrgenommen. Also das heißt, ihr habt eine Vervierfachung von eurem Wert immer noch, den ihr realisieren könnt. Das heißt, ihr habt aus euren oder könntet aus euren 10.000 Euro 43.000 Euro ein paar gequetschte machen. Ihr werdet aber in diesem Moment sagen, nein, das wird wieder nach oben gehen. Und euer Gehirn wird sagen, wenn das Ding wieder bei 900 ist, dann steige ich aus. So. Und das ist genau diese Thematik, wo die Gier eigentlich das Hirn frisst und man keine vernünftigen Evaluierungen macht und daher eigentlich davon abzuraten ist, in Einzelwerte zu investieren, gerade bei Kursaktien. Anders sieht es aus, wenn das Value-Aktien sind, also Wertaktien, die zum Beispiel für etwas stehen, für eine Dividende, wo ich sage, okay, ich mache den sogenannten Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt, ich kaufe eine Aktie oder ein Paket Aktien und lasse die viele, viele Jahre in meinem Portfolio liegen und setze darauf, dass dieses Unternehmen für mich Werte in Form von auszuschüttenden Dividenden zahlt und ich darüber zum Beispiel eine Rendite von 4, 5, 6, 7% realisieren könnte. Einerseits über die Ausschüttung, die ich jedes Jahr einmal bei europäischen Aktien, in den USA kann es sogar sein, dass die bis zu 4-mal im Jahr ausschütten, bekomme. Und ich gegebenenfalls sogar noch davon partizipiere, dass der Wert der Aktie, die ich gekauft habe, sich über den längeren Zeitraum vielleicht so im Spektrum 3-7, vielleicht auch mehr Prozent langfristig entwickelt. Aber eben nicht diese Sprünge von einem Aktienkurs von 100 auf 700 oder 900 springt und ich ansonsten nichts habe. So, das ist genau auch die Problematik, die man jetzt bei der Tesla-Aktie sehen kann. Tesla ist wie viele andere Growth-Aktien, Unternehmen, die für ein neues Thema, ein disruptives Thema stehen, wo man darauf setzt, dass das Unternehmen in weiter Zukunft oder in den nächsten 3-5 Jahren oder es kann auch 10 Jahre sein, unglaublich erfolgreich sein wird. Das kann richtig sein, das kann aber eben auch falsch sein. Und jeder, der euch irgendwie eine Bewertung mitgibt oder euch sagt, diese Aktie wird, wie es aktuell auch gibt, es gibt Analysten oder sogenannte Analysten, wie sie sich nennen, die sehen einen Aktienkurs von über 15.000 Dollar pro Aktie Tesla in den nächsten 3 Jahren für möglich. Das sind in meinen Augen Scharlatane, weil nichts dort ist, das das bewerten kann. Eigentlich sind all die Bewertungsmöglichkeiten, wie ich eine Aktie in die Zukunft bewerte, basierend auf historischen Daten. So, und damit kann ich jetzt zum Beispiel sagen, eine Aktie aus diesem Bereich oder aus einem Segment wird sich immer in dem und dem Rahmen entwickeln und solche Dividenden ausgeben. Das ist eben nicht bei Growth-Aktien und auch bei Value-Aktien kann dir eigentlich keiner sagen, wo das hingeht. So auch ungefähr vor 14 Tagen, als es mit dieser Krise losging, wurde zum Beispiel wahrscheinlich der bekannteste Investor überhaupt gefragt, wie sich der Dow Jones oder wie sich die Märkte entwickeln werden. Und er hat eine sehr, sehr weise Information preisgegeben, wie er den Markt einschätzt. Er sagt, kein Mensch kann den morgigen Wert vorhersagen oder wo er sich hin entwickelt wird. Er hat gesagt, selbst die nächsten 10 Minuten kann niemand bewerten. So, und dann kommt noch hinzu, wie funktionieren denn diese Märkte? Um einen Kurs zu
entwickeln oder zu realisieren, bedarf es mindestens zwei Marktakteure, einem Verkäufer und einem Käufer. Also jemanden, der an steigende Kurse glaubt und jemand, der gerade sagt, zu diesem Kurs möchte ich aussteigen. Für mich ist das Thema erledigt. So, jetzt ist in der Vergangenheit so gewesen, dass es sogar noch eine dritte Person gab, einen sogenannten Market Maker, der genau diese Angebote und Nachfrage zusammengebracht hat und dann dementsprechend diesen Kurs gemacht hat. Das funktioniert heute computergestützt, rasend schnell, wenn eine gewisse Liquidität dort ist. Was heißt das? Also auch bei einem Tesla-Kurs von über $900 gibt es Leute, die Aktien, die zu dem Moment vielleicht gerade verkauft werden, auch kaufen wollen. Das heißt, jeder Kauf, den wir machen, benötigt auch jemanden, benötigt auch genau die gleiche Anzahl an Aktien, die verkauft werden. Das kann halt gerade bei, bei illiquiden Aktien auch mal längere Zeit dauern, dass erstmal gesucht werden muss, damit ich genügend Anteile auch wirklich auf dem Markt habe, diese zu verkaufen. So, daher seht ihr schon, das ist nicht ganz so clever, auf einzelne Aktien zu setzen und vor allen Dingen nicht auf einzelne Aktien, die keine fundamentalen Werte haben, in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich jedes Jahr eine Rendite bekomme, dass ich Gewinne habe und so weiter und so fort. Warum gibt es dennoch Leute und warum gehöre ich auch zu den Investoren, die schon in Tesla investiert hatten? Und ich bin, wie gesagt, da jetzt rausgegangen. Ich habe meine kompletten Positionen, die ich hatte, verkauft. Nicht bei 900. Ich sage euch auch gleich warum. Aber ich habe das Thema auch versucht, über den Kopf und über die Entscheidung des Kopfes zu steuern. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal einen Start von 5.000 Euro in Tesla-Aktien im Jahre 2017 investiert und habe von dort aus an mit einem monatlichen Sparplan Monat für Monat für 200 Euro kontinuierlich weiter Anteile gekauft. Bei so einem Sparplan ist es dann auch möglich, dass es sogenannte Frictions, also Kleinstteile, es muss nicht immer eine ganze Aktie sein, sondern es werden dann Aktien gestückelt oder beziehungsweise Anteile so gestückelt, dass es in den Wert von diesen 200 Euro, die ich jeden Monat gespart habe, reinpasst. Das funktioniert zum Beispiel bei vielen Banken ab 25 Euro. Ich habe unter dem Video auch mal die Depotbanken, die ich nutze, mit verlinkt. Bei einigen gibt es sogar einen Bonus, wenn man da irgendwie sein Konto oder sein Depot hinlegt, und einige zahlen sogar die erste Sparrate, wenn man spart. Aktuell bin ich absolut begeistert von Trade Republic, dazu gibt es auch noch ein separates Video, weil dort die Kosten am geringsten sind, also für Sparpläne sogar komplett 0 Euro und ansonsten für jede Transaktion oder für jeden Aktienkauf 1 Euro und das war's dann. So, warum habe ich dann Tesla verkauft und wie habe ich versucht, mein Gehirn zu überlisten mit dieser Aussage, ich bleibe investiert und ich verkaufe in dem besten Moment? Diesen Zeitpunkt gibt es nicht, dieses sogenannte Markttiming, dass diesem Fehler aufliegen, dass wir mehr wissen oder mehr glauben zu wissen als die anderen und den besseren Zeitpunkt finden, ist nicht möglich. Es ist so ein schnelles Fließen von Informationen, man nennt das Arbitrage, dass all die positiven sowie negativen Nachrichten auch in den Preis eigentlich immer mit eingepreist sind. So, und ich habe halt zu mir gesagt, ich habe ungefähr durch dieses Kaufen, dieses kontinuierliche Kaufen und durch die Einmalinvest habe ich einen Durchschnittspreis von den Aktien oder den Aktienanteilen, die ich gekauft habe, gehabt. Und habe zu einem Zeitpunkt, als es relativ steil bergauf ging, für mich ein Take-Profit gesetzt. Also ich habe gesagt, wenn die Aktie bis zu diesem Preis geht,
dann verkauf alles und gehe aus der Position raus. Das war bei mir, den Wert, den ich gesetzt habe, bei $750. Gar nicht wahr, es waren 750 Euro und nicht Dollar, also umgerechnet. Und da ist dann meine Position komplett verkauft worden. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist irgendwie 0,59 Tesla-Aktien, weil ich die nicht verkauft kriege, weil es eben keine ganze Aktie ist. Die liegt halt weiter im Depot und ja, wird da wahrscheinlich die nächsten Jahre liegen. Es sei denn, ich entscheide mich zu irgendeinem Zeitpunkt wieder einzusteigen. An sich sind für mich und in meiner Form des Investierens ist das, das klingt jetzt doof, Spielgeld, aber das ist etwas, was nicht den nachhaltigen Vermögensaufbau bei mir betrifft, sondern das ist halt einfach ein Thema gewesen. Wie viele von euch, ich habe mich 2016 in das Thema Tesla so richtig verliebt gehabt, habe da, wie gesagt, auch wie viele von euch das Model 3 reserviert gehabt. Und dann 2017, als das Model 3 dann eben nicht kam, gesagt, okay, wenn ich halt noch weiter warten muss, bis das Fahrzeug kommt und ich jetzt hier aber einen kleinen Geldbetrag als Bonus bekommen habe oder einen Anteil des Bonus, sagen wir es lieber so, den investiere ich da jetzt in diese Aktie, weil ich der Meinung bin, dass das Ding steigen wird und mache dann halt auch, solange wie ich es meine, dass es für sich positiv auswickelt, in diesem monatlichen Sparplan weiter. Ich habe das auch in einem separaten Depot. Auch dazu werde ich ein separates Video machen, warum man die Depots, wo man für zum Beispiel den Lebensalltag, also für die Rente oder als Vermögensaufbau für die Rente spart, da sollte man eine Strategie haben und die immer verfolgen und auch nicht ständig anpassen. Und ein Depot habe ich ein separates, wo ich halt genau solche Dinge wie jetzt mit der Tesla-Aktie mache oder wenn ich andere Dinge habe, die ich ausprobieren will. Glaubt mir, dazu braucht man auch entsprechende Nerven, weil das nicht immer so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und wie gesagt, daher sage ich, das muss wirklich Spielgeld sein, das darf niemandem wehtun. All das, was ihr da investiert, müsst ihr auch verkraften können, wenn das komplett verloren geht. Ja, wenn ich jetzt allerdings rein die Tesla-Aktie, das Unternehmen bewerten würde, wo sehe ich das Unternehmen? Ich denke, wenn man sich, ihr seht, ich habe hier mein Surface liegen, um auf den Aktienkurs der letzten 10 Jahre von Tesla zu gucken. Und dann ist es natürlich so, wenn man irgendwie im Jahre 2011, 2012 mit eingestiegen ist, dann wird man immer diese Geschichte erzählen können, wie Superman diese Entscheidung gemacht hat und wie mega reich man vielleicht durch dieses Invest geworden ist. Das werden aber die wenigsten sein, weil zu dem Zeitpunkt kaum jemand an Tesla geglaubt hat, Tesla fast pleite gegangen ist und wie wir ja auch alle wissen, das Model S eigentlich auf Zahlung von Freunden von Elon irgendwie überhaupt nur realisiert wurde, bis es dann halt eingeschlagen ist, nach und nach wie eine Bombe. Auch da kann man sehen, dass auch ein geniales Thema und ein genialer Mann, wie jetzt der Elon Musk, ohne nachzufragen ist, einen Einfluss auf so ein Unternehmen hat. Ich kann euch sagen, es gab das Gespräch mal zwischen Steve Jobs und Bill Gates und zu dem Zeitpunkt war es so, dass Apple verkaufen konnte, was sie wollten und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Zu Zeiten von Steve Jobs. Und Steve Jobs hat da zu Bill Gates gesagt, naja, schau dir mein Unternehmen an, wie gut das funktioniert, ich kann alles verkaufen. Und daraufhin hat dann Bill Gates geantwortet, ja, das ist richtig, ein Apple braucht einen Steve Jobs, um erfolgreich zu sein. Ein Microsoft wird erfolgreich auch ohne einen Bill Gates sein. Und wenn man heute guckt, wie sich die Werte entwickelt haben, auch von Microsoft, dann hat er damit recht gehabt. Und das ist eine ganz große Gefahr, die ich zum Beispiel auch bei Tesla sehe. Solange Elon an der Macht ist, mit seinen Ideen arbeiten kann, wird das Unternehmen auch weiterhin bahnbrechende Entwicklung machen und geniale Produkte auf den Markt bringen.
Für mich ist Tesla auch mehr als nur ein Automobilunternehmen. Selbst wenn man jetzt das Thema Solartechnik, wo sie auch einen großen Schub die nächsten Monate und Jahre machen werden, rauslässt, ist alleine das, wofür Tesla steht, also das Thema Mobilität, Softwareentwicklung und in naher Zukunft halt weitere Geschäftsmodelle wie das Thema Robotaxis, das Thema Battery Storage, also in den Fahrzeugen, was wir immer gesagt haben, bidirektionales Laden, die Spitzen im Stromnetz abzufangen und so weiter und so fort. Also einfach zusätzliche passive Einkommensmöglichkeiten mit dem Fahrzeug zu schaffen, das wird ihnen noch unheimliche Nachfrage und unheimliche Gewinne wahrscheinlich auch realisieren. Nichtsdestotrotz, was ist ein guter Kurs oder was ist ein Kaufpreis, wo man bei Tesla einsteigen könnte? Und dazu würde ich sagen, wenn man sich wirklich über die maximale Zeit, die ihr euch angucken könnt, den Aktienverlauf anguckt, dann ist die Tesla-Aktie eigentlich von 2014 bis 2020, bis es jetzt wirklich so ausgeschlagen ist, zwischen $200 und $400 immer hin und her gepinkt. Also das